So, Literatur war die Frage, ne? Habe ich leider vergessen mitzubringen, kann ich aber aus dem Kopf sagen. Es gibt so den, aus meiner Sicht, Microwave Problem Solver Nummer 1. Das ist der Robert E. Conlin, leider vor einigen Jahren gestorben. Das heißt Foundations of Microwave Engineering. Dann gibt es, wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen? Eigentlich eine modernere Version davon. Gerade mal. Kann man ja sofort nachgucken. Microwave Engineering. Microwave Engineering. Genau, da. Puh. Da. David Posar. Microwave Engineering. Das ist, also wenn man beide Bücher kennt, dann ist das schon ähnlich. Danach habe ich gelernt, also sehr, aus meiner Sicht ein sehr gutes Buch, das aber ebenso gut, das Buch. Nur eben die, sagen wir, die etwas modernere Version von dem mit viel inhaltlicher Überdeckung. Und dann haben wir noch, das kostet übrigens nicht unbedingt 233 €, das gibt es irgendwie auch günstiger, muss man nur ein bisschen suchen. Dann gibt es noch hier. Genau, Microwave Circuit Design. Endelin, Pavio, Rode, heißt das? Microwave Circuit. Ja, ich schreibe mal nur Microwave Circuit Design hin. Microwave Circuit Design. Das ist richtig teuer. Das ist richtig dick. Und das ist auch richtig gut. Während die beiden hier so ein bisschen so die Grundlagen haben und die Theorien und so weiter erläutern, geht es hier richtig um Schaltungen, ne? Also da werden auch richtig Schaltungsbeispiele gezeigt und so weiter. Der Rode hier übrigens ist der Sohn von dem Rode von Rode und Schwarz. Ne? Also da schließt sich so ein bisschen so der Kreis. Der auch in den 90er Jahren sehr, sehr stark in dem, im Mikrowellen-Schaltungsdesign unterwegs war. Der hat eine Professur in den USA, ich weiß nicht mehr ganz genau wo. Und also die drei Bücher sind eigentlich wirklich aus meiner Sicht zu empfehlen. Sonst gibt es auch eine ganze Menge, wenn Sie es gerne auf Deutsch hätten, Mikrowellentechnik oder HF-Technik oder sowas, kann man immer mal auch hier in der Bücherei sich mal Bücher holen und da reingucken. Ne? Also schadet nicht. Ich kann auch nächstes Mal noch welche mitbringen und Ihnen zeigen. Aber von den 3 Minuten zeigen haben das dann ja auch noch nicht. Ne? Also, da wissen Sie auch noch nicht, ob das ein gutes Buch ist oder nicht. Also eigentlich kann man sich alles mit Mikrowellentechnik oder so mal angucken, wenn man möchte. Ne? Aber das ist das, was ich wirklich empfehlen kann. So, damit sind wir dann wieder im Stoff. Und zwar, ich habe leider nichts Aktuelleres. Das ist ein bisschen doof, weil das nämlich vor bald 10 Jahren aufhört. Aber der Punkt ist eigentlich klar. Denn hier steht, das ist also sowohl Fluch als auch Segen der Mobilkommunikationstechnik. Also mal sagen, hier 1999, da hatten sie ein Zweiband, also das war D-Netz und E-Netz, beides GSM, also auch nur ein Standard, der da betrieben wurde. Sie brauchten 200 passive Elemente, 5 Filter und 10 ICs, um das hinzukriegen. Das ist viel, viel Designaufwand gewesen. Das heißt, als HF-Ingenieur haben Sie natürlich eine riesen Spielwiese, ne? Und viel Spaß und guten Job. Viel zu tun, ne? Also, weil viel zu tun ist ja gut. So, der Punkt ist hier, das Ganze
die ganze Arbeit hier ist mehr und mehr in die Hände der Intels, Infineons und vor allem den Qualcomms gegangen. Also die haben ihnen, dadurch, dass die ihnen die Chipsätze fertig entwerfen und plus der Software dazu, plus die Peripherie dazu abstimmen und so weiter, ganz, ganz viel Arbeit abgenommen, sodass sie heute in der Lage sind, viel einfacher hier, das ist jetzt hier schon ein Quadband, also und ein Band UMTS, also sprich ein Handy mit fünf Bänder hat, mit dem sie weltweit Voice-Telefonie machen können, weil nämlich alle vier Bänder, alle vier GSM-Bänder abgedeckt sind plus ein Band UMTS hier machen können. So, das Ganze kriegen sie jetzt hin mit einem IC, 20 Hühnerfutter und 6 Filter. Also viel einfacher. Plus noch eine Menge Support. Das heißt also hier braucht es natürlich wesentlich weniger Ingenieurspower, um das Handy zu bauen, ne? Als es noch auf der anderen Seite der Fall war. Auf der anderen Seite, wenn sie dieselbe Performance hinkriegen wollten mit der Technik, wäre das wahrscheinlich ein bisschen größer. Das geht gar nicht sinnvoll, ne? So, also das ermöglicht ihnen, also die Aktivitäten in der Chip-Entwerfer, ne, der Qualcomms dieser Welt, ermöglicht ihnen natürlich hier, dass sie überhaupt sowas machen können. Auf der anderen Seite bindet es natürlich auch weniger Ingenieurressourcen und bietet weniger Jobchancen, hätte ich fast gesagt, ne? Die aber dann noch da sind. Trotz allem noch da sind. Ne? So, das ist die Evolution hier und die ist natürlich weitergegangen, was man jetzt auf den nächsten Bildern auch etwas besser sieht. Das ist jetzt hier, an sowas habe ich auch selber, nicht an dem, aber an sowas habe ich auch selber mal mitgearbeitet in meinem Leben vor der DRBW. Das ist ein 9-Band-Telefon. Also wenn es ein Telefon ist oder ein Netzwerk-Access-Device oder wie man das nennen will. Da sind verschiedene GSM-Bänder drin, wie Sie sehen. Das 9850er, das ist das amerikanische Low-Band-GSM. Dann unser D-Netz, unser E-Netz und das amerikanische High-Band-GSM, das PCS 1900. Also das ist im Prinzip das E-Netz für Amerika. Da sind also diese vier GSM-Bänder drin und es sind hier 5 Wideband-CDMA respektive UMTS-Bänder drin. Also das sind die dritte Generationsbänder hier. Ne? Band 1 natürlich als Sender und Empfänger und dann die Frequenzen habe ich auch nicht alle drauf, aber das sind die Frequenzen, die in ähnlichen Bereichen liegen wie die GSM-Bänder auch. Zum Teil sehen Sie es hier, weil nämlich dann eben auch über einen Empfängerzweig, da sowohl das GSM abgefackelt wird, als auch das Wideband-CDMA abgefackelt wird. Ne? So, das bringt also ein Verstärker ist breitbandig genug, um diese verschiedenen Bänder zu bedienen. Ne? So, das Ganze muss natürlich irgendwie auf eine oder mehrere Antennen geführt werden. Hier auf eine. Das heißt, man hat hier am Anfang so einen Switchplexer, der schaltet dann eben die entsprechenden Bänder um. Nicht? Und man hat dann eben hier Frequenzfilter für das UMTS oder für die UMTS-Bänder hier, wo dann eben, weil nämlich da zur gleichen Zeit gesendet und empfangen wird, der Sendezweig und der Empfangszweig voneinander getrennt werden. Im GSM macht man das nicht. Im GSM schaltet man dann eben hier, das ist so ein MEMS-Device, also es ist ein mikroelektronischer mechanischer Schalter, mit dem Sie rasend schnell umschalten können zwischen Senden, das wäre das hier, und Empfangen, das wäre irgendwo da oben. Ne? So. Ein mechanischer Schalter. Ja, so ein MEMS-Schalter ist das, ja. Also jetzt nicht so, wie Sie es da, ne, von der Lampe kennen, ne? Ja, aber nicht, ja. Ja? Ja? Alles mit Analogschalter oder sowas. Nee, nicht mehr. Die haben zu viele Verluste. Sie könnten das elektronisch natürlich auch machen, mit Pindioden beispielsweise. Also wirklich dann ja, mit so einem nicht-linearen Device, was einfach Diode wäre, ne? Die können Sie ja leitend vorspannen oder sperrend vorspannen und dann geht es eben durch oder nicht, ne? Damit könnten Sie schalten, die sind aber dann zu verlustbehaftet. Und damit kommt es wirklich. Also den genauen Aufbau behandeln wir aber in dieser Vorlesung leider nicht. Das ist eigentlich ein Thema, das hier eigentlich mal reinkommen könnte, aber dies Jahr nicht. Also wieder, aber dann kommen wir so schon mit der Zeit, kommen hin. Okay, also, was will ich damit sagen? Systemtechnisch ist das ganz schön komplex, ne? So, Sie brauchen eine ganze Menge Know-how im Vorfeld, die Ihnen die fertigen Chips, die fertigen abgestimmten Filter, die fertigen abgestimmten Verstärker, Bausteine eigentlich liefert, damit Sie überhaupt eine Chance haben, mit einigermaßen kalkulierbarer Engineering Power hier zu einem Ziel zu kommen, ne? Zu einem Handy oder zu einem Netzwerk-Access-Device zu kommen. Das Ganze wird ja nicht einfacher.
Hier geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Wenn Sie sich die Evolution hier angucken, und das ist eben dann die andere Seite. Ne? Also es ist ja nicht so, dass plötzlich alle arbeitslos werden, weil der Qualcomm alle Probleme gelöst hat. Ne? Sondern er schafft Ihnen ja auch Freiraum. Dadurch, dass viele Probleme gelöst sind, können Sie an anderen Stellen arbeiten. Ne? Und das sind eben die hier. Während Sie hier vor 10 Jahren oder so noch unterwegs waren mit einmal UMTS und 3 oder ich habe eben gezeigt 4 Bändern GSM, respektive Edge, also der Datenkanal von GSM, Datenvariante von GSM. Gehen Sie dann weiter. Das ist dann das, was ich auf dem anderen Bild gezeigt habe. Hier mit einigen Bändern UMTS. Eben waren es 5, hier sind es jetzt 2 bis 4. Und 4 GSM, das ist eh der Standard. Also Quadband-Handy ist mittlerweile, das haben die alle. Ne? Damit kann man weltweit dann eben auch wenigstens Voice machen. Ne? So, Sie sehen, da kommt mehr dazu. Sie müssen hier jetzt umschalten zwischen mehreren Kanälen. So, und dann kommt natürlich jetzt das LTE noch dazu. So, also Sie wollen jetzt ja dann auch noch, ob das LTE jetzt wirklich 4G ist, vierte Generation ist oder nicht, darüber streiten man, ne? Aber Sie wollen eben dieses Long-Term Evolution, wofür LTE ja steht, ja auch noch bedienen können als zusätzlichen Standard, die anderen aber immer noch haben, denn Sie wollen ja auch noch irgendwo im Urwald, oder im Urwald vielleicht nicht unbedingt, aber irgendwo in nicht so weit entwickelten Gebieten noch sicher kommunizieren können. Dafür brauchen Sie das hier. Außerdem ist es eh auf dem Chip, ne? Und dann brauchen Sie mehr Daten überall in der Welt hier. Hier angedeutet mit 3 bis 5. Und dann wollen Sie auch noch LTE machen. Also hohe Datenraten fahren können. Ne? Jo, heißt also, da kommt noch ein Band dazu. Und jetzt kommt noch eines. Und das macht die ganze Geschichte noch komplexer. Sie sehen hier jeweils eine Antenne. Da sind es aber schon 2. So, und hier wurde eigentlich auch nur gemacht, die sogenannte RX Diversity. Um es platt zu sagen, Sie nehmen die Antenne, die gerade, Anfangsantenne, die gerade am besten funktioniert, ne? Die das beste Signal hat. Na, Sie sind nicht alt genug dazu. Früher konnte man sein Autoradioempfang deutlich verbessern oder verschlechtern, wenn man an der Ampel mal so einen Meter vorgerollt oder weggerollt ist. Also es kann durchaus sein, das ist ein Thema für nächstes Semester, es kann durchaus sein, dass der Empfang an einer Stelle ganz besonders schlecht ist, aber einen Meter weiter oder ein paar Zentimeter weiter schon gut ist. So, das heißt also, es macht systemtechnisch richtig Sinn, 2 Antennen zu haben, weil es passieren kann, dass die sich in der Leistung, die sie empfangen, deutlich unterscheiden. Und dann nimmt man eben die, die am besten ist, oder nimmt eine andere smarte Kombination von beidem. Also eigentlich macht man es ein bisschen smarter, aber im einfachsten Fall schaltet man einfach auf die Antenne, die am besten gerade empfängt. So, und das passiert schon eben, je nachdem, wie die Frequenz ist, Meter- oder Zentimeterbereich. Ne? Insofern lohnt sich das. Ja, und das kann man noch weiter perfektionieren, indem man nämlich gleichzeitig mehrere Empfangsantennen für sich arbeiten lässt oder sogar gleichzeitig mehrere Senderantennen für sich arbeiten lässt. Das nennt sich dann MIMO, Multiple In, Multiple Out. Das heißt, man würde also mathematisch geschickt, ganz geschickt kombiniert, mehrere Sender- oder Empfangsströmungen zur Basisstation oder zu sich aufbauen und die Antennen dann eben mathematisch, die Antennensignale mathematisch sinnvoll miteinander kombinieren. Setzt aber voraus, ich mache es mal ein bisschen dunkler hier, ne? Setzt aber voraus, dass man unterschiedliche Antennen hat. Klingt trivial, ist aber in der praktischen Ausführung durchaus bedeutsam. Und natürlich auch unterschiedliche Analogzweige letztlich hat, HF-Zweige hat. Nicht? Denn die Kombination findet ja nur im Mathematischen, also digital. Das wird wunderbar auf YouTube, wenn es denn da hinkommt. Die Analog Technik muss ja separat sein, die Kombination findet ja erst im Digitalen statt. Ne? So, heißt also, Sie brauchen an Ihrem Handy mehrere Antennen, Klammer auf, nur für einen Dienst, Klammer zu. Wenn Sie jetzt noch überlegen, dass das ja in unterschiedlichen Bändern stattfindet, auf unterschiedlichen Frequenzen stattfindet, brauchen Sie ja auch noch vielleicht Antennen oder unterschiedliche Antennen für die unterschiedlichen Frequenzen. Das heißt, Sie haben da so einen ganzen Zoo von Strahlungselementen auf Ihrem Handy drauf. Sie irgendwie sinnvoll unterbringen müssen. Oder wenn es kein, ja auch deswegen, ne? Also auch wenn es kein Handy ist, sondern ein Laptop oder sowas, ne? Das muss ja nicht der Formfaktor Handy sein. So, und Sie brauchen mehrere Analogpfade und so. Das heißt, das Ganze wird also systemtechnisch dann auch sehr komplex und sehr aufwendig, ne? Das war das, was ich hier mit diesem Bild noch sagen wollte, ne? So, plus hier
Darüber reden wir aber jetzt gar nicht unbedingt, nicht? Hier Power Management, was wir noch dazu brauchen, mehr digitale Signalverarbeitung natürlich dahinter und so. Ne? Guten Wort zu dem Schlagwort Software Defined Radio. Was heißt das eigentlich oder was ist die Idee? Die Idee ist, dass Sie Ihr Funkbauteil, Ihre Funkkomponente nahezu ausschließlich über Software definieren können. So, also eigentlich alles im digitalen Bereich generieren oder auswerten und dann nur noch auf einen sehr breitbandiges, das ist ja die Voraussetzung dafür, sehr breitbandiges analoges Frontend liefern geben, das dann noch die Verstärkung macht, vielleicht noch sinnvoll filtert und dann aussendet. Nee, also möglichst viel in Digitaltechnik zu machen, ist da die Aufgabe. So, was setzt das voraus? Das setzt erstmal voraus, dass Sie eine große Bandbreite überhaupt haben. Ne? Während Sie vorher sehr spezifisch, meinetwegen bei GSM, 200 kHz Kanäle bräuchten, davon zwar ein paar mehr, also die Analogkette musste ein bisschen breitbandiger sein als das, aber nicht unendlich breitbandig, mit 200 kHz zumindest als Daten oder als Basisband Bandbreite kamen sie aus, das ist relativ wenig, brauchen sie dann hinterher im UMTS und LTE geht das dann in die mehrere 10 MHz. Und das müssen sie dann eben auch als Vielfaches eventuell als Sampling-Rate vorhalten in ihrem digitalen Frontend. Das heißt, das ganze Ding muss extrem schnell werden, ne? Und auch extrem breitbandig werden. Das sind die beiden Sachen hier. Und dann müssen sie das Ganze natürlich auch rechnen. Durch Analogtechnik, wenn sie sie gut gebaut haben, ist die zwar sehr speziell, aber auch nicht sonderlich leistungshungrig. Digitaltechnik dagegen ist nicht unbedingt speziell, sondern kann eine ganze Menge Dinge, braucht dafür aber auch eine Menge Leistung, um diese ganzen Rechenoperationen ausführen zu können. Ne? Also da gibt es einen Trade-off, das ist so der Punkt. Ne? So, toll ist natürlich, Sie können ganz, ganz viele wunderbare Sachen rechnen, die Sie eigentlich nur rechnen können und analog niemals hinkriegen würden. Die ganze HF-Kette ist simpler, weil nur durch Mathematik, also Algorithmen definiert und nicht über spezielle Hardware definiert. Ne? Auch viel flexibler. Ja, gibt es ein Software-Update und dann kann der plötzlich noch was ganz anderes. Ne? So. Und das Software-Update muss man ja nicht den Kunden kostenfrei zur Verfügung stellen. Ne? Also man hat da noch eine Chance, mit einer Standard-Hardware, die überall ist, sich zu differenzieren oder auch für den Kunden ein differenziertes Produkt anzubieten, dass er dann nach seinen Bedürfnissen konfigurieren kann und bezahlen kann und muss. Ne? So, das wäre noch eine Variante hier. Müssen wir gucken, also wer von Ihnen hier Studienarbeiten OpenDAB oder BTS machen will, der wird sich mit Software Radio auseinandersetzen dürfen. Also gibt es so Blöcke, die wir gekauft haben hier, mit denen man solche Sachen machen, also über Software was konfigurieren kann. Oder die über Software konfiguriert werden, man selber muss das gar nicht machen. Schlagwörter Smart Antenna und MIMO. Smart Antenna ist eigentlich, man nimmt eben den Empfangszweig, der am besten funktioniert. Eventuell versucht man noch eine gerichtete Antenne hinzukriegen, also die Strahlung oder Empfangsrichtung nochmal sauber zu steuern, dass man eben sich nur den Nutzer, mit dem man sprechen will, anhört und alle anderen eben ausblendet. Ne? Also das ist noch eine Variante, also im Prinzip eine virtuelle Richtantenne aufbauen, ist eine Variante. Und die einfachste Variante ist einfach nur das beste Signal nehmen. Und dann gibt es eben noch die, dass man über MIMO sogar noch unterschiedliche Daten, also virtuell getrennt, mathematisch getrennt, unterschiedliche Daten über die unterschiedlichen Antennen sendet. Das muss man mathematisch richtig ausmessen und mathematisch richtig auswerten. Das ist dann MIMO und man kann damit dann ganz grob Anzahl der Antennen auf beiden Seiten mal die Bandbreite, mal Shannon's Theorem, was nächstes Semester kommt, kann man dann die Datenrate ja einfach verendfachen. Nicht? Also Sie können plötzlich mit zwei Antennen fast die doppelte Datenrate fahren. Mit vier Antennen könnten Sie die vierfache Datenrate fahren. Ist aber natürlich auch der vierfache Aufwand. Ne? So, das ist das, was man im LTE noch zusätzlich macht.
Okay, so. Kommentare. Weil jetzt fängt die Arbeit an. Das war jetzt so ein bisschen Überblick, aber sie gucken so angestrengt. Also okay. Das war so ein bisschen der Überblick, damit man so weiß, wie Systeme grundsätzlich aufgebaut sind, was da so drin ist. Und das war der Überflug. Und jetzt landen wir ziemlich hart bei den Feldern und Wellen. Nochmal, ne? Das nützt nichts, da müssen wir uns, also da müssen wir einfach nochmal durch jetzt, ne? Und dann, Sie sehen es ja, bauen wir das noch weiter auf, dass wir hier jetzt über die Leitungen und auch die praktischen Anwendungen, praktischen Leitungen und so gehen werden. Okay, so, wir gucken uns elektromagnetische Felder an. Sie sollen so eine auch mathematische Beschreibungsmöglichkeit dafür finden, Felder und Wellen, wie die sich mit der Materie verhalten. Und das ist eigentlich das. Ich möchte jetzt nicht groß mit Ihnen rechnen. Das hätten wir vielleicht im dritten Semester oder im vierten Semester machen sollen hier an der Stelle. Ich möchte so ein bisschen ein Gefühl dafür vermitteln eigentlich, wie genau, ja. Ein bisschen ein Gefühl dafür vermitteln, wie denn Felder und Wellen sich verhalten und mit welchen Feldverteilungen man beispielsweise in Leitungen rechnen muss. Also so über einen dicken Daumen und nur grafisch. Ne? Man kann, muss man vielleicht auch das alles rechnen, das haben aber auch andere schon getan und haben das in Formeln oder sowas niedergelegt und in Simulationsprogrammen niedergelegt, ne? Sodass man da gar nicht so sehr hier in die Mathematik steigen muss. Das kann man machen, also andere HF-Vorlesungen machen das, die gehen dann sehr, sehr in die Tiefe, rechnen da auch hier das einzelne elektrische Feld und so weiter in irgendwelchen Leitungen aus. Ich verzichte darauf. Ist meine Entscheidung gewesen, kann man gut oder schlecht finden, also auch zur Diskussion stellen. Ne? So, da sind sie wieder, ne? Die Maxwell'schen Gleichungen in differenzieller und integraler Form, die bis hin zum Licht ja alles ausdrücken. Ne? Zum Glück müssen wir die nicht im Detail uns angucken. Wir können die in einer Dimension oder in Dimensionen etwas vereinfachen. Das haben wir hier jetzt gemacht, in eine Dimension beispielsweise. Wir gehen davon aus, dass wir timeharmonische Felder haben, also wir also nur mit harmonischen Wechselfeldern arbeiten, die oben den Zeitausdruck E hoch minus J Omega T haben. Das vereinfacht die Geschichte schon mal erheblich, weil nämlich dann die ganzen Zeitableitungen hier einfach Multiplikationen mit J Omega werden. Und das war es dann schon, nicht? Also sind wir schon mal diese zweite partielle Teil der Differentialgleichung los. Und dann haben wir nur noch eine Dimension, in der sich eben die Welle ausbreiten soll und etwas ändert. Das heißt, wir könnten also wirklich von einer ja letztlich planaren Welle ausgehen, die in dieser Richtung komplett und immer gleich ist und sich nur in der Richtung ändert. Ne? Das ist dann die eine Dimension. Die drei Dimensionen sind irgendwie noch da, nur zwei ändern sich halt gar nicht. Das ist alles gleich. So, damit fallen noch ein paar Ableitungen weg, die man hier noch über den Nabla-Operator hatte, die man aber hier jetzt als nur noch Ableitung in der Z-Richtung, das ist dann in der Regel die, bleiben. So, also hat man hier jetzt so einen Satz von Differentialgleichungen, mit dem man irgendwie umgehen muss und umgehen kann. Gut, dann haben wir eine ganze Menge Materialien, Materialkonstanten hier. Sie kennen Epsilon 0 und Mu 0 natürlich. Also hier einmal die, ich nenne es ja mal Maßkonstante, nicht? Die 4 Pi mal 10 hoch minus 7 Volt Sekunden pro Ampermeter als Permeabilität des freien Raumes. Über die Lichtgeschwindigkeit und eben das Mu 0 folgend. Das Epsilon 0, die Permittivität mit so einer Zahl da oben oder näherungsweise 10 hoch minus 9 durch 36 Pi. Ampere Sekunden pro Voltmeter. So, und dann haben wir eben noch das, was das Material eigentlich so macht. Ne? Nämlich hier noch Faktoren, die eigentlich hier an die Permittivität oder an die Permeabilität ran multipliziert werden. In aller Regel, das kann man hier schon mal abkürzen, haben wir eine relative Permeabilität hier von 1 in der HF-Technik. Als Ausnahmen hier Stahl und Mühmetall, was aber eigentlich bei uns auch nicht vorkommt, ne? Sondern vielleicht mal zu Abschirmaufgaben oder so.
Die elektrischen Eigenschaften sind entscheidender des Materials. Da haben wir es nämlich immer mit zu tun. Hier mit den typischen PCBs, also Printed Circuit Boards, also Platinenmaterialien, die, je nachdem, was das so ist, zwischen 2, das wäre so ein Teflonzeug, und 12, das ist ein Halbleiter, liegen würden. Das könnten also Substrate oder Platinenmaterialien sein. Wenn wir mit FR4 arbeiten, dann liegt das etwa bei 4, das Epsilon R, deswegen heißt es so. So, dann haben wir Keramika, die man eventuell verwenden möchte, um Antennen kleiner zu kriegen oder Filter zu bauen oder so. Liegt so bei 80, kann man hochzüchten bis auf Tausende im Epsilon R, was, erinnern Sie sich dran, immer dazu führt, dass Sie eigentlich die Welle verkürzen. Ne? Die Welle gegenüber der Wellenlänge im freien Raum wird eben immer um 1 durch Wurzel oder wird um den Faktor 1 durch Wurzel dieses hier. Richtigerweise müsste man sagen verlängert, aber da die Zahl ja kleiner als 1 ist, dann verkürzt. Ne? Also 1 durch Wurzel, das da ist kleiner als 1. So, Wasser im Gigahertz-Bereich hat die Elektrizitätskonstante relativ von 80 circa. Ich gehe mal davon aus, dass es destilliertes Wasser ist. Salzwasser sieht noch ein bisschen anders aus. Und Metalle liegen so in den Tausendern. So, Materialgleichungen, wie die sich zusammenbauen, das ist eben die Verbindung zwischen den Flussdichten und den Feldern, den Feldstärken hier, elektrisch-magnetisch. Und dann folgen daraus noch, wenn irgendwelche Ladungen vorhanden sind oder Stromdichten sich bewegen, die Kontinuitätsgleichung, also die Ladung ist im Prinzip die räumliche Änderung des Stroms. Und jetzt kommen wir auf die Maxwell'schen Gleichungen und die möchte ich jetzt gleich umsetzen auch in Bilder. Das ist eigentlich der Punkt, ne? Nicht in Rechnung, sondern in Bilder. Wir haben jetzt einmal Divergenz der elektrischen Verschiebungsflussdichte ist gleich die Raumladungsdichte. Das da. Oder hier die Integration über das geschlossene Volumen, über eingeschlossenes Volumen. Ich werde Ihnen die Ladung da nennen, das ist der Satz vom Hüllenfluss. So, was heißt das? Das heißt natürlich, dass wir Quellen haben. Und die Quellen ist die Ladung respektive Ladungsdichte. Das heißt also, die elektrischen Feldlinien gehen von der Ladung aus, wenn es eine positive Ladung ist, oder zu der Ladung hin, wenn es eine negative ist. Ne? Und das ist genau das, was ich hier gezeichnet habe. Die Feldlinien gehen also jetzt hier oben von seiner Ladung aus nach außen weg. Wenn keine Ladung da ist, ist auch keine Quelle da. Das heißt, die Dinger müssen in sich geschlossen werden. Ne? Das sind die Aussagen. Und das kann man sich einfach dann auch merken, wenn man dann mal was zeichnen soll. Und da hat man irgendwo eine Ladung platziert gekriegt, dann müssen da erst einmal die Feldlinien von weggehen, wenn sie positiv ist. Oder wenn keine da ist, muss man irgendwo gucken, wie sie sich schließen könnten. Fürs magnetische Feld, es gibt keine magnetischen Monopole. Also wenn Sie einen Magneten, Stabmagneten in der Mitte durchschneiden und den Nord- und Südpol trennen, dann haben Sie eben genau das nicht getan, denn nicht den Nord- und Südpol, sondern zwei kleinere Magneten. Das können Sie so weiter fortsetzen. Den Monopol finden Sie halt nicht. Heißt also, dass es da auch keine Quellen gibt. Heißt also, dass die Linien immer geschlossen sein müssen. So, das ist hier dieses Übliche. Da könnte man sich jetzt hier so einen Leiter vorstellen mit einem Stromfluss drin, der dann eben hier da die magnetischen Feldlinien erzeugt. Das wäre eine Möglichkeit. Nicht? Aber Sie können natürlich auch parallele Linien finden hier, aber trotzdem müssen Sie dafür sorgen, dass es dann wenigstens im Unendlichen eine Möglichkeit gibt, dass die Feldlinien sich schließen können. Ne? Das wäre die andere Aussage. Kommen wir auf ein Beispiel gleich noch so mit einer Parallelplattenleitung und so, wo man das dann sieht. Also man hätte zwar ein homogenes Feld, aber irgendwo muss es geschlossen werden. Das müssen Sie dann immer rausfinden, wo das denn ist. So, Ampere's Circuit Law. Hier geht es um die Rotation. Nicht? Ein Stromfluss, das ist der Punkt hier, ein Stromfluss oder eine zeitliche Änderung der elektrischen Verschiebungsflussdichte,
das Betrieben des elektrischen Feldes, verbunden über die Materialgleichungen, führt dazu, dass es letztlich eine Rotation im magnetischen Feld gibt. Also dass irgendwie gekrümmt werden muss. Das ist ja letztlich die Aussage dabei, nicht? Und das führt auf das ganz normale Bild, das Sie natürlich kennen von des magnetischen Feldes um einen stromdurchflossenen Leiter hier. Ne? Der Strom fließt auf Sie zu und Sie würden immer sagen, ja, das ist genau hier, ne? Stromflussrichtung, rechte Handregel, Vorsicht bei Linkshändern, bei Rechtshändern, wenn die mit rechts schreiben, nicht die linke Hand nehmen, weil es einfacher gerade ist, ne? Sondern, ja. So, und dann finden Sie natürlich hier den Stromfluss da drumherum raus. So, auch das ist einigermaßen selbstverständlich und Ihnen allen schon bekannt. Aber eben eine komplette Konsequenz dieser Formeln hier. Da haben wir noch die letzte. Das Faradaysche Gesetz. Und das heißt letztlich, dass die Rotation der elektrischen Feldstärke abhängt von der zeitlichen Änderung der magnetischen Verschiebungslosdichte. Also von B. Ne? So, das heißt also, eine zeitliche Änderung des Magnetfeldes zieht sofort auch etwas im elektrischen Feld nach sich. Und das letztlich führt zusammen mit Amperes, dem Amperschen Gesetz, also dem da. Da haben Sie ja die Verknüpfung nochmal in der anderen Richtung, wenn Sie das da wegdenken. Führt dazu, dass es elektromagnetische Wellen geben muss. So, und davon haben wir hier jetzt eine gezeigt. Eine der vielleicht geschmacksmäßig einfachsten Varianten hier an der Stelle. Nicht? Sie haben eine Ausbreitungsrichtung, das ist die da. Und dann fangen wir an. Normalerweise nimmt man immer das elektrische Feld oder die elektrische Feldkomponente, um dann hier was zu verdeutlichen und zu definieren. Wie haben wir es denn hier? Genau, dann sehen Sie, Sie haben hier das elektrische Feld. Das magnetische Feld verläuft so und die Ausbreitungsrichtung ist die. Also wen Sie da jetzt als welchen verwenden, ist erstmal gerade egal. Sind alle drei da. Und der Punkt, der entscheidende hier ist, zumindest in diesem Bild zunächst mal, dass wenn nicht weitere Störungen, Materialien, Materialsprünge, Ladungen oder Ströme vorhanden sind, die alle drei senkrecht aufeinander stehen. Ne? Also Sie haben erst einmal so keine Komponente des magnetischen Feldes in Ausbreitungsrichtung beispielsweise, so wie das hier jetzt gezeigt werden würde. Ne? So, und Sie haben auch keine. So oder so. Und die stehen auch nicht schräg aufeinander, sondern auch senkrecht. Aber auch, solange die hier das wirklich eine ausbreitungsfähige Welle ist, sind die auch beide im Takt. Also man könnte ja glauben, und manche unterliegen auch diesem Irrglauben, dass sie irgendwie die magnetisches und elektrische Feld außer Takt haben. Also wenn der sein Maximum hat, hat der sein Minimum und umgekehrt. Ne? Das ist nicht so, sondern die haben gleichzeitig ihre Maximalamplituden, bis auf vielleicht plus minus, ne? Da kann man drüber streiten. Aber da gibt es eben ansonsten keine Phasenverschiebung dazwischen. Das ist auch entscheidend, weil ansonsten keine Energie transportiert werden könnte. Das ist so wie mit der, mit der Scheinleistung oder mit der Blindleistung. Ne? Also Blindleistung gibt es ja auch nur da, wo Spannung und Strom nicht in Phase sind. Und in dieser Blindleistung wird auch keine Leistung umgesetzt. Wenn Sie wirklich Wirkleistung transportieren wollen hier, dann müssen elektrisches und magnetisches Feld in Phase sein. Sonst geht das nicht. So, das kurz als Wiederholung. Sie hatten ja alle Ihre entspannende Praxisphase. Ne? Das kurz als Wiederholung zum Thema elektrische Felder und vor allem auch elektromagnetische Felder. Sollten Sie aber alles schon mal irgendwie gehört haben. Bitte? Sogar die Klausur bestanden. Ja, das ist schön. Ich meinte, das ist ja die Voraussetzung, dass wir hier sind, oder? Nee, das könnte ja noch die Nachklausur sein, ne? Also wäre sogar noch drin. So, gehen wir einen Schritt weiter, packen wir so ein paar, gucken wir so ein bisschen Medien noch an, wobei ich das auch relativ schnell jetzt mache. Ich habe jetzt also hier noch Medieneinflussfaktoren reingepackt. Hier, also Sie sehen das am Epsilon R und μ R hier in den Formeln. Sehr locker gesprochen, die Zeit verläuft dann hier etwas anders.
schneller, ne? Vielleicht im Medium. So, hier nochmal die Randbedingungen, die Sie auch eigentlich alle kennen sollten. Ne? Zum einen die Tangentialkomponente des elektrischen Feldes ist kontinuierlich, also die springt nicht. Das würde nämlich heißen, dass dann auf unendlich kleinem Raum es unterschiedliche Spannungsabfälle gäbe, was ja nicht sein darf. Ja. Also wäre dann ja sehr komisch. Die tangentiale Komponente des magnetischen Feldes, die kann aber springen, wenn Sie nämlich eine Oberflächenstromdichte irgendwo haben. Da zum Beispiel. Ne? Dafür muss es aber auch möglich sein, dass dann ein Strom fließt. Also es muss ein leitfähiges Medium sein. Ne? Wenn Sie zwei nicht leitende Medien haben, funktioniert das halt so nicht. So, dann haben wir einen Sprung in der Normalkomponente der dielektrischen Verschiebungsflussdichte, wenn es da eine Ladungsdichte an der Oberfläche gibt. Das kommt einfach aus dem Hüllenfluss, ne? Letztlich auch. Also es ist, wenn es ein Unterschied ist, ob Sie hier den Hüllenfluss rumlegen oder da, weil dazwischen noch eine Ladungsschicht ist, dann macht das natürlich einen Unterschied in der Verschiebungsflussdichte. Wenn das Ganze hier null ist, ist die Folge, dass die Normalkomponente, wie hier angedeutet, die Normalkomponente von D konstant bleibt. Ne? Heißt aber dann, dass, wenn es unterschiedliche Materialien sind, die elektrische Feldstärke springen muss. Was auch hier angedeutet ist. Ne? So, und die Normalkomponente der magnetischen Flussdichte ist auch konstant hier. Da, es gibt ja keine magnetischen Ladungen. Also man kann die theoretisch einführen, aber praktisch sind sie halt nicht da. Und dann springt eben entsprechend hier das H um die Permeabilität mit Faktor da. So, im Leiter, gucken wir uns den auch noch an, würde das letztlich heißen, dass Sie die Tangentialkomponente im Leiter des elektrischen Feldes, in einem guten Leiter muss ja null sein, ne? Denn wenn es ein Kupferleiter ist oder sowas, dann können Sie da eigentlich keinen Spannungsabfall drüber treiben. Weil der würde ja heißen, dass da ein großer Strom fließen muss, ne? In einem guten Leiter. Also sehr großer Strom. So, wenn Sie das nicht haben oder nicht haben wollen, heißt das, in einem letztlich auch sehr, sehr gut leitenden oder so unendlich gut leitenden Material muss die Tangentialkomponente oder muss erstmal die elektrische Feldstärke null sein. Und das heißt dann auch, dass auch die Tangentialkomponente hier direkt an der Grenzschicht im anderen Raum null sein muss, weil die darf ja nicht springen. Die darf sich danach dann sehr wohl erhöhen, das ist okay, aber sie darf nicht springen. So, es sei denn, Sie haben da jetzt an der Grenzschicht auch noch hier einen Oberflächenstrom, den Sie ja sicherlich auch haben dürfen. Und der getrieben wird hier aus dem magnetischen Feld. So, den können Sie ausrechnen hier über die Tangentialkomponente. Und dann kommen Sie hier auf den vom Magnetfeld erzeugten Strom. Und den könnten Sie jetzt hier einsetzen für das elektrische Feld. In der Regel gehen wir aber dann doch von sehr, sehr guten Leitern aus. Und dann können wir davon ausgehen, dass die elektrische Feldkomponente hier an der Grenzschicht erstmal null ist. So, die Geschichte mit Refraktion, Reflexion kennen Sie ganz bestimmt auch, spätestens aus der Schule und der Optik, nicht? Haben Sie ein ideal dichtes Medium, wie das beispielsweise Metall oder sowas ist, haben Sie hier eine fast vollständige Reflexion, könnten sogar eine Totalreflexion hinkriegen unter bestimmten Bedingungen, wenn nämlich das eine Material hier dichter ist, elektrisch gesehen dichter ist als das andere. Der typische Versuch in der Physik ist, glaube ich, dass Sie versuchen, aus dem Wasser raus einen Laserstrahl oder sowas rauszukriegen. Also Sie haben irgendwie Laserstrahl im Wasser und der kommt dann an die Grenzschicht Wasser zu Luft und unter einem gewissen Winkel geht eben der Strahl nicht mehr raus, sondern wird total zurückreflektiert. Das ist was man A beobachten kann, wenn man mal taucht.
Wenn Sie da an die Wasseroberfläche gehen, gucken, dann sehen Sie, wie dann eben, wie Sie eben nicht rausgucken können, sondern nur die Reflexion sehen. Und was man B ausnutzt, um überhaupt Lichtwellenleiter zu bauen. Ja, sonst würde unsere ganze optische Nachrichtung nicht funktionieren, wenn es den Effekt nicht gäbe. So, wenn das nicht ganz so krass ist, oder andersrum, wenn Sie aus einem dünneren Medium in ein dichteres Medium gehen, dann haben Sie eben hier die Brechung und die Reflexion, weil es in Teilen, was man ausrechnen kann. So, die Mathematik hier, warum habe ich die eigentlich aufgeschrieben? Weiß ich, glaube ich, selber nicht so genau. Letztlich nur, um es für Sie mindestens theoretisch nachvollziehbar zu machen, zu was ich dann jetzt dann komme. Wenn Sie nämlich die Maxwell'schen Gleichungen, die zweite und die erste, wenn Sie sie mal so nummerieren wollen, also die längeren beiden, ne? Wenn Sie die beiden sinnvoll miteinander kombinieren, dann kommen Sie irgendwann auf die Wellengleichung. Hier. Die dürfte auch bekannt sein aus dem vierten Semester. Ja. So, keine Angst, ich will die nicht unbedingt lösen. Der Punkt ist letztlich nur, dass ich hier das Magnetfeld losgeworden bin, dass hier die zweite Ableitung nach dem Ort steht, hier die zweite Ableitung nach der Zeit, Klammer auf, die wir uns aber schenken konnten, weil wir das ja alles mit Zeit am Mundschen Feldern machen, und hier noch die Quellen stehen. Ja, also einmal der Gradient der Ladung und hier noch eine zeitliche Ableitung nach dem Strom. So, man könnte jetzt das Ganze noch auf eine Dimension reduzieren, indem man eben hier die Ableitung nach x und y einfach weglässt, weil sich da nichts ändert. Also eben wieder, wir gehen davon aus, dass es alles unendlich ausgedehnt ist und sich nur in der einen Richtung ändert, ne? Dann guckt man auf die Vereinfachung hier und kann dann auch lösen, indem man nämlich hier so einen Ansatz macht und daraus fällt einem dann die Lichtgeschwindigkeit raus. Und dieser Zusammenhang der Lichtgeschwindigkeit zu den Materialparametern respektive zu den Maßkonstanten. So, ja, das ist eigentlich die Aussage hier. Mehr wollte ich an dieser Stelle auch nicht machen. Und hier noch einen Satz, wenn Sie es in drei Dimensionen tatsächlich machen, einen Satz dazu. Die grundsätzliche Aussage, dass die Wellenzahl hier immer noch der Zusammenhang, dieser Zusammenhang ist also Omega Quadrat mal Epsilon mal Mü. Aber, und das ist entscheidend, diese komplette Wellenzahl teilt sich auf, ja, letztlich in die drei Komponenten. Ne? Und die quadratische Summe dieser drei Komponenten zusammen muss genau das ergeben. Also das K-Quadrat. Das heißt also, Sie können im Prinzip sagen, ja, ich breite mich nur in Z-Richtung aus, dann sind die anderen Null. Dann passiert da halt nichts. Oder ich gehe nur in Y oder in eine Kombination von allem. Aber wenn ich hier beispielsweise ein bisschen was in X, ein bisschen was in Y mache, dann bleibt halt nur ein ganz gewisser definierter Anteil für Z übrig. Und nicht mehr beliebig viel. Ne? Also die beeinflussen sich gegenseitig. Das ist die entscheidende Folge hier raus. Und das ist letztlich wichtig, wenn wir später über Leitungen reden. So, nochmal die Ebene Welle. Zu der ich hier an dieser Stelle nur eins sagen möchte, denn das Bild hatten wir ja schon. Wir hatten auch das Bild mit den Stiften schon, dass wir also genau gesehen haben, wie die zueinander stehen. Und da führe ich jetzt noch eine Vokabel ein, nämlich die der transversal elektromagnetischen Welle. Ist Ihnen das schon begegnet? Ja, gut, dann brauchen wir eigentlich ganz viel dazu sagen, nicht außer dass E und das heißt letztlich E und H, beide stehen senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung. Das muss aber nicht so sein. Es kann sein, in Gegenwart von Strömen, in Gegenwart von Materialien, dass sich auch die Komponenten aufteilen und es nicht mehr nur transversale Komponenten gibt, sondern vielleicht eine elektrische oder eine magnetische Komponente gibt, die in Ausbreitungsrichtung zeigt. Das ist hier mal angedeutet mit dem HZ und dem EZ. Ja. Dann kann man genau diese Komponente nutzen. Etwas größere Rechnungen zeigen das, dass diese eine Komponente genügt, um das gesamte Feld daraus auszurechnen.
Also wenn Sie diese eine longitudinale, ist das dann, diese eine longitudinale Komponente kennen, also die, die sich in Ausbreitungsrichtung zeigt, dann können Sie alle anderen Feldkomponenten genau aus der einen ausrechnen. So, das ist jetzt so erstmal nur eine Information und vielleicht ganz schön für Sie. Das Coole ist, Sie können, die Information ist letztlich redundant. Es reicht auch einfach, diese eine Komponente auszurechnen und dann wissen Sie alle anderen. Das spart eine ganze Menge Arbeit, wenn Sie diesen Zusammenhang kennen. Und es reicht auch, diese eine Komponente anzugeben, die ist es dann, alle anderen kann man sich dann selber konstruieren. So, das ist der Vorteil dabei. Deswegen schielt man, wenn man nämlich genau diese Situation hat, dass man longitudinale Komponenten hat, schielt man nämlich immer auf die da, kann die quasi als eine Art Potentialfunktion verwenden, rechnet die aus, alles andere ergibt sich von selbst. Ja, gut, das habe ich hier nochmal zusammengeführt. Dementsprechend führe ich hier noch zwei weitere Komponenten ein. Wir hatten eben eine TEM-Welle oder eine transversal elektromagnetische Welle. Wenn wir eine Longitudinalkomponente haben, beispielsweise des magnetischen Feldes, dann haben wir nur noch eine ein transversal elektrisches Feld, weil das magnetische ist ja nicht mehr transversal. Ne? So, und das Ganze können wir dann benennen, entweder als transversal elektrisches Feld oder TE, das M fehlt dann, ne? Oder eben H-Feld. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da das nicht durcheinander bringt. Also die transversale elektrische Welle wird durch das H-Feld, weil das die longitudinale Komponente ist, charakterisiert. Da geht es so ein bisschen quer, das muss man einmal drauf haben. Dann funktioniert es aber auch. Nicht? Die Definition hier steht nochmal, longitudinale Komponente von H ist 0 und die ist nicht 0, Entschuldigung. Und die Longitudinalkomponente des elektrischen Feldes ist 0. Gibt den umgekehrten Fall natürlich auch. Die Longitudinalkomponente von H ist 0 und die von E ist nicht 0. Dann ist das die transversal magnetische Welle. Da fehlt das E. Oder, also und das TM oder das E-Feld. Ja, also genau dasselbe, nur auch mal andersrum. Das ist eine wichtige Klassifikation für gerade geführte Wellen. Ne? Weil normalerweise das, was sich so ausbreitet, so weggeht, da im freien Raum, das ist alles TEM. Aber das, was wir in Leitern haben, ist nicht zwangsläufig TEM. In manchen schon, ne? Aber definitiv nicht in allen und nicht immer. Ja, gucken wir uns das doch mal kurz an am Beispiel der Parallelplatte. Die können Sie sich, wenn Sie wollen, unendlich ausgedehnt denken, hier in der Richtung. Und es ist eigentlich genau das, wonach es aussieht, nämlich zwei Platten übereinander. So, wenn ich jetzt die eine Platte auf Plus lege, die andere auf Minus, also mal abgesehen davon, dass ich dann wahrscheinlich so eine Art Kondensator gebaut habe, ne? Dann ist eigentlich völlig klar, wie man da das Feld zeichnen kann. Dann hat man nämlich hier Plus, da Minus und da wir eine Gleichspannung angelegt haben, haben wir überall Plus und überall Minus und auch keine Gradienten oder sowas drin, ne? Weil das hat sich alles nach unendlich langer Zeit unendlich gut ausgedehnt, ausgebreitet. Dann haben wir nämlich hier einfach nur das vertikale, homogene elektrische Feld. So, und da wir hier mutmaßlich noch einen Stromfluss haben, kriegen wir auch noch ein magnetisches Feld hin. Das ist dann das da. Und auch das muss sich dann eben ja letztlich um diesen flächig ausgebreiteten Strom dann irgendwie drumherum rotieren oder zirkulieren. Nicht? Dann kommt da diese Komponente raus. Das heißt, wir haben also jetzt hier, wenn wir da Plus und da Minus anlegen, ein transversal elektromagnetisches Feld. Das E-Feld ist ganz offensichtlich transversal, das geht ja von oben nach unten. Das Magnetfeld geht von links nach rechts, schließt sich im Unendlichen oder über diese Leiter hier, so wie es hier angedeutet ist. Ne? Und wir haben in diese Richtung schauend nur transversale Komponenten. So, TEM. Soweit so schön. Ist das jetzt das Einzige, was geht? Nee, das ist es nämlich nicht. Das ist es für Gleichspannung. Mehr geht da nicht. So, Punkt. Ja. Wir könnten jetzt sagen, okay, das sind zwei Metallflächen. An den Metallflächen muss das elektrische Feld verschwinden. Das hatten wir eben argumentiert. Ne?
Weil nämlich da kein Strom getrieben werden kann, weil das da aufgrund der unendlich guten Leitfähigkeit da alle Spannungen zusammenbrechen, haben wir hier genau an der Grenzschicht kein elektrisches Feld, keine Tangentialkomponente jedenfalls. So, und dann könnten wir natürlich eins konstruieren, wo wir hier 0 haben und da unten 0 haben und dazwischen irgendwas. So, es bietet sich dann, also diese Differentialgleichung zweiter Ordnung gibt das immer vor, es bietet sich dann an, dass es dann eine sinusförmige Feldverteilung gibt und die habe ich hier mal angedeutet. Ne? Also hier 0, da 0 und dazwischen gibt es so einen Berg. Das könnte man sich vorstellen. So, heißt aber auch, dass eben dieses Ding hier mindestens eine halbe Wellenlänge auseinander sein muss. Weil sonst wird es ja nicht passen. Ne? Also muss man sich vorstellen, wie so eine Welle, die jetzt vielleicht vertikal noch mal hinläuft, es gibt gleich noch ein anderes Bild dazu, da sieht man das etwas klarer. Kann sich das vorstellen wie so eine Welle, die aber die Randbedingungen haben muss hier 0 und da 0 und dazwischen ist es Sinus. So, wenn das jetzt so ist, dann muss sich jetzt ergeben, aufgrund der Verkopplung zwischen dem elektrischen und dem magnetischen Feld, dass das magnetische Feld so aussieht. Das darf sehr wohl hier eine Tangentialkomponente haben an der Metallfläche, ist gar kein Problem. Ja. Das darf auch hier eine Vertikalkomponente haben, da in der Mitte, ist auch gar kein Problem. Und es würde sich eben genauso hier zirkulierend um die elektrische Feldlinie herum im Prinzip ergeben. So, wozu führt das? Das führt dazu, dass Sie abhängig vom Ort natürlich einmal hier eine vertikale Komponente haben, das ist das HY, oder auch hier eine Komponente in, weil der Kreis muss sich ja schließen, ne? Eine Komponente in Z-Richtung, in Ausbreitungsrichtung haben. So. Damit haben Sie kein transversal magnetisches Feld mehr, sondern nur noch ein transversal elektrisches Feld. So, und schon so eine einfache Leiteranordnung, also zwei Platten übereinander, führt zu einem TE-Feld. So, ja, die Beschreibung hier ist das, was ich eben gesagt habe. Mehr nicht. Sie könnten jetzt fortgehen. Sie könnten jetzt noch dahergehen und könnten sagen, so, ich muss ja nicht nur einen Berg dazwischen haben. Ich könnte auch zwei Berge haben und dann nochmal einen Nulldurchgang und eine andere, ne, vom elektrischen Feld. Also ganze Welle oder zwei oder drei oder vier Wellenzüge da reinpacken. All das wäre drin. Ne? So, führt auf solche Bilder hier einmal hier für die transversal elektromagnetische Welle. Oben, Sie sehen hier die Ausbreitungsrichtung Z. Da sehen Sie schön diese Wellenform, wie man sie sich vorstellt. Sie sehen hier das Y. Also dummer gegenüber dem Bild, was Sie eben gesehen haben, ist das hier um 90 Grad gedreht. Was jetzt nicht so ganz ideal, ne? Also hier liegen die, da liegen die Linien übereinander. Und im anderen Bild habe ich sie gekippt, damit Sie da X und Y, also das geben halt die Dinger so her. So. Ja, was man jetzt sieht, ist, dass hier das schön homogen ist. Die Y-Komponente, hier die X-Komponente. Was sieht man noch? Die sind schön in, ja, letztlich sind sie in Phase oder 180 Grad Phasendrehung. Ne? Da, wo der negativ ist, ist der gerade positiv und umgekehrt. Nicht? Aber das ist ja letztlich genau dasselbe wie in Phase. Ne? Also 180 Grad ist ja kein Problem. Gut, so. Und jetzt haben wir hier den Spaß nochmal für die transversale elektrische Welle hier unten gezeigt. Für EX, das ist die einzige E-Feldkomponente, ne? Die hatten wir eben hingezeichnet. Da sehen Sie hier wiederum, da sind die Platten. Da ist es 0 und da ist es 0. Das musste es sein, denn wir können keine, wie ist das da, keine Tangentialkomponente da treiben. Sie sehen die Wellenfunktion da durchlaufend in Ausbreitungsrichtung hier. So, daraus ergibt sich dann das HY, hier auch schön in Phase. Und etwas außer Phase, auch übrigens mit einer anderen Skalierung hier, also deutlich kleiner, die Komponente in Z-Richtung. Ne? So, die muss jetzt auch nicht an den Plattenrändern hier verschwinden, das ist gar nicht gefordert. Die hat in der Mitte hier so ihren Nulldurchgang, das ist eben so letztlich bei dem Ding. Ne? Und letztlich im Bild, wenn Sie es räumlich aufzeichnen würden, dann würde sich das hier darüber ergeben. Das heißt also, diese Z-Komponente, so kann man sich auch vorstellen, wenn Sie jetzt durch diese Z-Komponente hier, das ist ja letztlich das da, einmal durchschneiden, dann haben Sie hier was in die Richtung gehend und da in die andere Richtung gehend. Der Pfeil ist nicht gezeigt. Ne? Das heißt, da muss ein Vorzeichenwechsel vorliegen.
Das ist das, was Sie eben gesehen haben in dem Bild, das da gekippt ist. Hier. Da sehen Sie auch zwischen oben und unten den Vorzeichenwechsel. So. Sprecht. So, das haben wir. Nämlich die ebene Welle als Spezialfall, die ich jetzt nochmal rausgreife. Und zwar ein wichtiger Spezialfall. Die Definition ist gegeben. Sie können jetzt hier relativ einfach ein Verhältnis zwischen den Feldkomponenten herstellen, EY und HX. Das sind ja die beiden, die bei der transversalen elektromagnetischen Welle auftauchen. Ne? Mehr nicht. Und wenn Sie die beiden ins Verhältnis setzen, die müssen ja auch in Phase sein, das heißt, das bleibt immer gleich, das Verhältnis. So, dann kommen Sie drauf, das ist gerade μ durch Epsilon, also nur durchs Material bestimmt, durch weiter nichts. Und das ist, wenn Sie es ausrechnen würden, genau ein, also hat die Einheit Ohm, oder hätte die Einheit Ohm. Und Sie können, wenn Sie das für den freien Raum aufeinander stellen, kommen Sie drauf, dass der freie Raum eine Wellenimpedanz von 377 Ohm hat. Oder genau 120 Pi Ohm. So. Heißt also, kennen Sie die eine Komponente, können Sie sofort durch eine ganz einfache mathematische Operation die andere ausrechnen. Wir charakterisieren also den freien Raum jetzt durch zwei Parameter, nämlich einmal die Ausbreitungsgeschwindigkeit, was ja die Lichtgeschwindigkeit ist, und die Impedanz, die Wellenimpedanz des freien Raumes, was eben dieses Z0 377 Ohm ist. So, das war's. Jetzt die Frage, ob man da noch weitere Parameter finden kann. Und auch das tut man jetzt nochmal für die transversale elektromagnetische Welle, nämlich die Polarisation. Ich hatte den Standard hier eben mal her, mal gezeigt. Das war das hier. Und ich hatte schon erwähnt, dass man in der Regel das elektrische Feld hier als den Maßstab nimmt. Ne? Das ist das da. So. Hier habe ich jetzt eine lineare Polarisation, also der schwingt nur in einer Ebene. Und hier sogar speziell auch noch vertikal. Ne? So, mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich könnte das Ganze drehen, sieht so aus, dann habe ich hier eine horizontale. Ich kann es auch schräg stellen, dann ist es eine Kombination aus vertikal und horizontal. Wissen Sie auch, jeden Vektor, der irgendwie so schräg steht, kann ich natürlich aus der Komponente und der Komponente zusammenbauen. Ne? Also es ist eine Mischform. So, das ist aber nicht das Einzige, was erlaubt ist. Es könnte auch noch die Möglichkeit geben, jetzt nehme ich mal nur das elektrische Feld, dass sich das so durch den Raum schraubt. Ne? Würde voraussetzen, dass die vertikale und die horizontale Polarisationsanteil, der Anteil, eine Phasenverschiebung zueinander hat, was er darf, und führt dann dazu, dass sich das so durch den Raum schraubt. Das nennt sich die zirkulare Polarisation, weil da sich was dreht. Die gibt es rechtsrum und natürlich linksrum. Ne? Das Spannende ist, Sie können sich eine zirkulare Polarisation zusammenbauen, ich habe es eben schon angedeutet, aus zwei linearen Polarisationen, nämlich der da und der da. Sie müssen es nur in der Phase richtig verschieben. Ne? Also erstmal macht der sein Maximum und dann macht der sein Maximum und so weiter. Ne? So, wenn die in Phase sind, wenn diese beiden Komponenten, also der und der in Phase wären, dann würde sowas rauskommen. Also wieder eine lineare Polarisation, nur eben im Winkel gedreht. Ne? Wenn die außer Phase sind, dann kommt die Schraubenbewegung dabei raus. Je nachdem, wie Sie die Phase gestalten, entweder so rum oder so rum. So, braucht man das irgendwo? Bei irgendeiner Modulationsart? Nee, Modulationsart haben damit nichts zu tun. Satellit hatten wir ja horizontal und vertikal. Der Fernsehsatellit hat horizontal und vertikal, ja. Die kann man nämlich wunderbar über zwei Antennen einfach trennen. Also der empfängt halt den. So. Beim GPS beispielsweise nimmt man eine zirkulare Polarisation. Und zwar deswegen, weil sie keine Chance haben zu kontrollieren, wie die Antenne steht. Also der Satellit sendet ja von oben runter und wenn Sie jetzt hier mit einer, was ich, GPS-Uhr oder Ihrem Navigationsgerät oder meinetwegen die Rakete, oder wieder im Militärischen, ne, die Rakete durch die Gegend fliegt, dann ist nicht kontrolliert, wie die Antenne steht.
Und zwar haben wir noch, einen roten. Ja, da ist noch ein roter. So, also, eine Antenne empfängt immer am besten, wenn die Ausrichtung der Antenne, das ist die da, ganz wunderbar zur Polarisationsebene passt. Das ist das da. So, wenn der also so schwingt, dann wäre es sinnvoll, dass die Antenne so steht. Wenn dummerweise, weil sie es nicht kontrollieren können, die Antenne so steht, haben sie im Idealfall, passt nicht, ne? Nix. So, wenn sie aber zirkular polarisierte, also erst einmal im simpelsten Fall, sie haben ein zirkular polarisiertes Signal und eine linear stehende Antenne, ja, dann kommt halt immer was vorbei, ne? Ist dann halt die Hälfte, aber immerhin die Hälfte und nicht nix. Wenn Sie es jetzt noch hinkriegen, dass die Antenne, und das können Sie ja kontrollieren, sich gleich dreht, also die genau diese Polarisation auch mit empfängt, ne, dann haben Sie immer Perfect Match. Nicht? Dann können Sie, egal wie diese Antenne gerade orientiert ist, immer maximales Signal oder zumindest ein sehr gutes Empfangssignal darstellen. Das ist das Schöne daran. Deswegen nutzt man das. Was ist bei LTE und beim Mobilfunk? Da kann ich es im Prinzip auch nicht kontrollieren. Ja, macht man auch, kann man auch zirkular machen, ja. Ja, weil ich nicht zirkular mache. Kommt drauf an, was für eine Antenne Sie gebaut haben. Ja, der Sender ist zirkulär. Der macht Der kann zirkular machen, ja. Okay. Also kommt tatsächlich darauf an, also da gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen. Ideal wäre da zirkular. Ist aber, würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das jeder so umgesetzt hat und an jeder Antenne umgesetzt ist. In der Spezifikation, meine ich, steht darüber nichts. Aber besser wäre es. So. Beim Radio, im stationären Radio und so, hat man darauf halt gepfiffen. Ne? Also, wissen Sie ja selber, nicht? Da haben Sie eigentlich eine Polarisierung. Eine vertikale Polarisation ist, glaube ich. Aber das Autoradio hat die Antenne trotzdem so eingebaut. Ja, ist doch vertikal. Passt dann ja, ne? Ja, wobei die Karosserie, die verdengelt Ihnen das Feld sowieso so, dass Sie ganz, ganz andere Empfangsszenarien da eventuell haben, ne? Gut. So, haben wir auch. Energiefluss. Da gibt es die Definition des Pointing-Vektors. Letztlich, also fast genauso definiert wie die Leistung, die komplexe Scheinleistung im Wechselstromfall, nur dass sie jetzt eben die Spannung durch das elektrische Feld und den Strom durch das magnetische Feld ersetzt haben. Diese Sternchen da dran für Konjugatkomplexe haben sie genauso, ne? Selbstverständlich. Und es ist das Kreuzprodukt. Also E Kreuz H. Wenn Sie das jetzt mal ausführen und dann eben das einsetzen, was Sie für die TEM-Welle wissen, dass es nämlich keine Z-Komponenten gibt, also nichts in Ausbreitungsrichtung, dann kommt dabei raus, dass Sie nur im Pointing-Vektor nur eine Z-Komponente der Leistungsübertragung haben, die sich nur aus EX und EHY speist, weil ja auch nur die da sind, ne? Selbstverständlich. So, das heißt aber ja natürlich, dass der Energiefluss in Ausbreitungsrichtung vonstatten geht. Was jetzt auch irgendwie so sonderlich neu auch für Sie nicht sein kann, weil Sie wissen ja, wie das mit dem Laser ist, was ja auch nichts weiter als eine elektromagnetische Welle ist. Nehmen wir mal an, näherungsweise auch eine transversale elektromagnetische Welle, da ist der Energiefluss natürlich in Ausbreitungsrichtung. Ne? So, ich hätte das Ganze jetzt nur noch mal mathematisch aufgeschrieben, aber eigentlich kennen Sie diese ganzen Zusammenhänge schon. Ne? Ausbreitungsrichtung und Energiefluss haben die gleiche Richtung, jo, aber Feldkomponenten stehen halt andersrum, stehen senkrecht dazu, bei der TEM-Welle. Wenn Sie die Leistung haben wollen, das ist ja letztlich einheitsmäßige Leistungsdichte, wenn Sie es mal zusammensetzen, Volt pro Meter, Ampere pro Meter, macht Volt mal Ampere, also Watt pro Quadratmeter, also ist das eine Leistungsdichte. Und wenn Sie jetzt die Leistung haben wollen, vielleicht die gesamte Leistung, dann müssen Sie natürlich über den ganzen Raumbereich integrieren, das habe ich hier gemacht, um die Leistung zu kriegen. Oder eben, wenn Sie sich nur für eine gewisse Fläche interessieren, dann müssen Sie eben über diese Fläche integrieren. Fertig. Und schon haben Sie die Leistung. So. Hier tauchen jetzt auch hier zum Beispiel noch so ein paar Literaturempfehlungen auf. Da ist der Colin dabei. Hm?
Ja, das ist cool, das Buch. Ich würde Ihnen das nicht ernsthaft empfehlen. Also, es sei denn, Sie wollen da wirklich mal sich mit Wellen und vor allem auch der Mathematik und so auseinandersetzen. Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsbücher. Aber hilft Ihnen jetzt bei dieser Vorlesung nicht so richtig viel. Also, da ist allein schon das Vorwort cool. Das ist wirklich mal ein Buch. Also, er, weiß ich, der, vielleicht ist er auch ein ganz interessanter Charakter gewesen, der Julius Adam Stratton. Ne? Also, erst einmal schreibt er gleich im Vorwort 1941, dieses Buch ist nur in SI-Einheiten geschrieben. Ich weiß, die Physiker glauben, dass das SI-System wäre ihnen von einer Gruppe subversiver Ingenieure übergestülpt worden, aber es ist ein gutes System. Ne? So etwa geht das los. Und dann rechnet er mit Maxwell ab, weil Maxwell in seiner Treatise, also das berühmte Buch von Maxwell, hat er auch viel über Electromagnetics geschrieben, zumindest im Titel. Schreibt dann aber eigentlich seine ganzen Bände nur über Elektrostatik und elektrische und magnetische Felder und Elektromagnetik taucht halt nur so ein ganz bisschen auf. So, das kritisiert er dann auch erstmal. Ne? Und er macht dann auch tatsächlich sehr, sehr viel Elektromagnetik. Also verschiedene Wellenfunktionen, sphärische und Legendre-Funktionen und so. Also wer da mal eintauchen möchte, tolle Referenz. Also richtig gutes Buch. Ne? Nur nicht für diese Vorlesung. Aber da an der Stelle konnte man es mal brauchen für Felder. Ne? Und das hat sich nicht geändert, sondern 41. Ne? Die Mathematik auch, ja. Man würde es heute wahrscheinlich anders machen. Man würde es numerischer ansetzen. Er schlägt vieles über die Numerik, was er da noch mit Analytik und analytischen Herangehensweisen gemacht hat. Ne? So, jetzt gucken wir uns Transmission Lines an, also Übertragungsleitungen. Ja, auch da kommen wir jetzt wieder, das, was wir für die TM-Welle schon gemacht haben. Nicht? Also die Wellenimpedanz übertragen wir auch jetzt auf Wellenleiter demnächst und die Wellen auf den Wellenleitern. Und die Ausbreitungskoeffizient, was also nichts weiter ist als die Geschwindigkeit letztlich. Ne? Also Kehrwert davon und ein bisschen andersrum, ne? Mehr nicht. So, gucken wir uns verlustbehaftete Leitungen an. Gucken uns Ersatzschaltbilder an, was Sie mutmaßlich schon kennen, also diese ganz normalen LC-Kettenschaltungen von Transmission Lines, ne? Gucken wir noch mal kurz drüber. Und kommen dann auch bei der Wellenausbreitung an. Impedanztransformation. Und irgendwann sind wir dann auch bei mal in der real existierenden Welt. Ne? Also was für Leitungen gibt es denn eigentlich auf dieser Welt? Und dann kommen wir, wo ich Sie da unterbrechen musste. Er hat da in der Prüfung hat er da einen Anflug von Mist erzählen gehabt. Da mussten wir auch schnell abbrechen. Also da sind wir bei Hohleitern dann irgendwann. Und das ist eben ein bisschen anders, als Sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Aber nicht kritisch. So. Nee. Ich habe ja schnell genug abgebrochen. Worüber reden wir hier eigentlich und warum müssen wir uns eigentlich damit beschäftigen? Also früher war es ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, wenn ich hier einen Strich dran gemacht habe, dann hatte die Leitung, egal wie lang der Strich war, die Länge 0. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern Sie müssen sich einfach überlegen, nehmen wir mal an, Sie haben eine Leitung, die ist Lambda-Zehntel lang. Lambda-Zehntel sind 36 Grad Phasendrehung. Ne? Also 360 Grad ist ja einmal Lambda, also ist Lambda-Zehntel 36 Grad. So, Sinus von 36 oder Cosinus von 36 Grad ist schon eine Menge. Das ist jedenfalls nicht mehr 1 oder 0, ne? So, also da hat sich merklich was getan auf der Strecke. So, je nachdem, was Ihre Qualitätsansprüche sind, müssen Sie mit diesen HF-Effekten und diese Berücksichtigungen treffen. Entweder wenn Sie bei über Lambda Zehntel oder über Lambda Zwanzigstel sind, da sind Sie schon bei 18 Grad oder nur bei 18 Grad Phasendrehung. Aber auch das ist ja merkbar, merklich. So, dann haben wir es zu tun mit Dispersion. Ist mehr ein Thema für lange Ausbreitungsleitungen, lange Leitungen, wie wir sie im nächsten Semester betrachten wollen. Trotzdem ist der grundsätzliche Effekt natürlich, manche Signalkomponenten sind schneller als andere. Das ist einfach so. Müssen Sie nur mal nach dem Regen nach oben gucken, dann sehen Sie den Regenbogen. Der Regenbogen lebt davon, dass da blaues Licht anders gebrochen wird als rotes. Also kurzwelliges anders gebrochen wird als langwelliges Licht. Und ja, sich die Materialien unterschiedlich verhalten. So, und warum soll das jetzt bei irgendwelchen elektrischen Leitungen anders sein, wenn es bei Licht schon so ist? Ja?
Da machen wir einen Anflug dazu. In die Tiefe gehen wir dann nächstes Semester erst. So, dann haben wir Ausbreitungen, sich ausbreitende Wellen letztlich, nicht? Weiter nichts. Und das heißt letztlich, dass das, was Sie am Anfang einer Leitung sehen, vielleicht gar nicht das ist, was am Ende wirklich vorhanden ist. Nicht, weil sich eben was getan hat. Und wir reden über Dämpfung. Dämpfung spielt auch hier eine gewisse Rolle. Okay, so. Hier haben wir eine einfache Übertragungsleitung mal generisch dargestellt. Und das ist eigentlich auch die gesamte Mathematik dazu. Oder die sagen, gibt schon alle Randbedingungen vor. Das ist die Leitung. Das ist mal ein bisschen dickerer Strich. Auf der linken Seite haben wir einen Generator. Ein Generator hat einen Innenwiderstand oder eine Innenimpedanz. Ohne das macht es hier keinen Sinn, damit zu arbeiten. Nicht? Also diese idealen Spannungsquellen und so weiter, da müssen wir uns mal von trennen. So, dann hat das Ding eine Länge. Es hat eine Impedanz. Das ist dieses Z0 hier an der Stelle. Und wir haben hier vier unterschiedliche Spannungsstromwellen. Und zwar einmal Spannungswelle, gezeigt mit U, einmal in positive Richtung plus und einmal in negative Richtung minus. Und das Ganze für den Strom auch, der da oben fließt, mit einmal in positiver Richtung und einmal in negativer Richtung. Auf der rechten Seite haben wir noch eine Last, IL. So, wenn wir an einer Stelle jetzt die Spannung messen würden oder messen, Sie werden das im Labor auch mal tun, dann haben wir ein U von X und das setzt sich zusammen aus der Spannung der hinlaufenden Welle an der Stelle plus der Spannung der rücklaufenden Welle an der Stelle. So, simple Addition. Oder für den Strom, simple, Sie sehen es, der eine geht nach rechts, der andere nach links, simple Differenz. Ne? Gut, die Zusammenhänge zwischen den beiden Wellen sind, Spannung und Stromwellen sind relativ einfach, nämlich einmal, ja gut, das Ohmsche Gesetz, aber für jede Wellenkomponente einzeln. So, dann haben wir am Anfang hier noch das, was wir hier da, U von 0, die Spannung von 0 ist die Generatorspannung plus der Spannungsabfall über dem Ding da oder respektive Minus, je nachdem wie Sie den Strom jetzt definiert hatten. Und am Ende, das sieht man jetzt hier leider nicht, deswegen schreibe ich es hier hin, am Ende haben wir noch U von L ist gleich ZL mal I von L, also einfach das Ohmsche Gesetz hier. An der Kante. Das ist bei Ihnen im Skript aber drin, ne? Das ist nur hier jetzt auf das Bildschirm nicht gekommen. So. Nehmen wir das mal mikroskopisch auseinander und gucken uns mal so einen ganz, ganz kleinen Leitungsabschnitt an hier. Dann, was haben wir letztlich? Wir haben am Eingang irgendeinen Strom und irgendeine Spannung. So, können wir messen. Am Ausgang haben wir einen anderen Strom und eine andere Spannung. Ja, warum? Weil natürlich wir durch den Stromfluss alleine einen Spannungsabfall hatten. Dieser Spannungsabfall, der kann erfahren einfach nur eine Dämpfung, das ist ohmsch, und oder auch eine Phasendrehung, das wäre induktiv in diesem Fall. Also induktiv liegt hier näher, weil es sich ja um einen Leiter handelt, ne? Sodass es eher eine Induktivität als eine Kapazität ist. Außerdem ist die Phasendrehung auch entsprechend, also Induktivität. Diese Induktivität hier ist L' mal dx. L' ist der Induktivitätsbelag. Also der mal der Länge gibt dann die Induktivität. Ne? Dasselbe für die Spannung. So, für den Widerstand. Dann haben wir einen ähnlichen Effekt oder fast das gleiche. Haben wir etwas für den Strom. Durch endliche Isolation oder auch eben durch Kapazitätsbeläge hier an der Stelle, das ist hier wieder nichts weiter als zwei Flächen aneinander, das ist eine Kapazität, ne? Haben wir hier natürlich auch Strom, der uns hier verloren geht. Das heißt also, der Strom, der hier rauskommt, ist ein anderer. So, kann man mathematisch generisch hinschreiben und definieren über die Ableitungen hier. Das war's. So, und das können wir jetzt aufschreiben. Die Spannungsänderung über dem Verlauf hier, ne, ist gleich der Spannungsabfall, der Ohmsche, plus eben das, was die Induktivität da macht. Ne? Hier jetzt nicht für harmonische Felder hingeschrieben, sondern ganz generisch. So, also bleibt genau das da stehen. Und für den Strom
Fluss haben wir genau das Gleiche. Das ist einmal der Strom, der über diesen Leitwert, diesen Querleitwert, endlich die Isolation hier abhaut und das, was kapazitiv sich hier ändert. Nicht? Und auch da kommt eine zweite Gleichung raus. Das sind die sogenannten Telegraphengleichungen. Die beiden hat der Kollege Keller Ihnen wahrscheinlich auch schon erzählt. Ne? Und damit kommen wir auch wieder auf die Wellengleichung. Wenn wir die jetzt geschickt kombinieren und noch so ein paar ein paar Näherungen machen, nämlich davon ausgehen, dass das Ganze verlustfrei ist, was erstmal für uns okay ist. Wir reden ja von kurzen Leitungen, das habe ich ja eingangs gesagt. Ne? Also kurz im Sinne von vielleicht mal 1, 2, 3 Wellenlängen oder sowas, nicht? Aber eben keine paar Milliarden. Ne? So, dann kann man hier die Verluste erst einmal so ein bisschen an die Seite schieben und dann kommt man wieder auf die gleiche Struktur der Wellengleichung raus. So wie da. Ne? Auch das hier zum Nachvollziehen nochmal hergeleitet. Auch wenn wir das nicht wirklich brauchen. Die Effekte brauchen wir. So, hier steige ich jetzt in die Numerik ein, was ich aber gar nicht möchte. Wenn wir das jetzt ansetzen über zeitharmonische Felder, also zeitharmonisch erst einmal wieder hier die Zeit läuft mit J Omega, E oder E hoch J Omega T, dann folgt daraus, dass wir hier auch ein hier so eine komplexen E-Faktor als Ausbreitungsbedingungen haben. Das ist das da. Und das können wir auch in die Differentialgleichung einsetzen. Dann kriegen wir zwei Sachen raus. Nämlich zum einen kriegen wir einen Ausbreitungskoeffizienten raus, der sich so darstellt. Oder eben als J-Omega mal Wurzel Induktivitätsbelag mal Kapazitätsbelag für den Ausbreitungskoeffizienten oder das Verhältnis hier als die Impedanz, die Wellenimpedanz. Also so stehen jetzt die einzelnen hin- und rücklaufenden Komponenten von Spannung und Strom zueinander. Ne? So, und so breiten sie sich aus. So, was man hier schon erkennen kann, solange L' und C', vorgegeben durch Material und Geometrie, solange die sich nicht ändern, ist das ganze Ding hier dispersionsfrei. Haben die alle die gleiche Geschwindigkeit. Wenn die Verluste dazu kommen, aber nicht mehr. Nicht, dann wird das eben nicht mehr zu so einer einfachen Gleichung, wo wir das Omega rausziehen können, sondern dann haben wir hier komplexere Zusammenhänge und wir haben hier plötzlich dann unterschiedliche Geschwindigkeiten, Ausbreitungsgeschwindigkeiten und Bedingungen für unterschiedliche Frequenzen. So, dann können wir jetzt noch ein bisschen mit Langeweile enden, nämlich, falls Sie die nicht so ohnehin schon haben, indem wir hier noch, so, jetzt muss ich, wo muss ich hin? Dokumente. Ha? Der war doch, was die hat mal auf Linux umgestellt, kann ich mich doch erinnern. Ja. Wieso? Noch funktioniert es. Was ist das genau für ein Linux? Das ist jetzt Debian 9 Stretch. Also ich hätte 2 oder 3 Arbeiten auf Linux-Basis. Wenn jemand sich dafür interessiert. Wobei da eventuell entweder der Raspberry gefragt ist oder man besser Ubuntu nimmt. Was ein bisschen einfacher als Debian ist. Also einfach, weil die Softwarekomponenten darauf aufbauen. Aber egal. So, die Frage ist jetzt ja, was passiert denn eigentlich, wenn Sie jetzt so eine Leitung haben? Jetzt machen wir mal ein Experiment. Ich kann dich leider nicht anhalten, aber es startet schon. Wir lassen einfach mal einen Puls in einen Leitungsabschluss laufen. So, was ist hier jetzt eigentlich passiert? Also, wir machen das gerne mal in Ruhe. Ich sage, es wird ein bisschen langweilig, ne? Aber vielleicht auch gar nicht so ganz. Also, was haben wir? Wir haben hier, Spannung ist immer blau und Strom ist immer rot. Das kennen Sie noch, ne? So, wir haben hier eine Spannungs- und eine Stromwelle und wir schicken einfach einen Puls auf die Leitung. Das ist nämlich das von links nach rechts. Und abgeschlossen ist das mit genau der gleichen Impedanz, wie die Spannungs-Strom-Verhältnisse auch auf der Leitung waren. So, man kann auch sagen, angepasst oder reflexionsfrei abgeschlossen. Ne? So, und wenn wir das jetzt machen, dann sehen Sie,
dass der Puls da von links nach rechts wandert. Er verändert sich auch nicht und dann ist er irgendwann weg, weil er ist in den Abschluss reingelaufen. So, das war jetzt so der einfachste Fall. Ja, was passiert aber, wenn Sie den in was anderes laufen lassen, nämlich zum Beispiel einen Kurzschluss? So, da hätte man jetzt schnell gucken müssen, aber ich mache es natürlich gleich nochmal. Okay. So, Sie können über einen Kurzschluss keine Spannung treiben, ne? Das geht nicht. Das wissen wir alle. So, das heißt also, an dem Ende da, hier, muss zwingend I 0 werden. Quatsch. U 0 werden. Ne? So, das bricht zusammen. Damit das funktioniert, muss es eine Spannungswelle geben, die nach vorne läuft, positiv, und eine, die reflektiert wird, die aber dann negativ ist, in die andere Richtung läuft an der Stelle. Ne? Also es müssen sich zwei Wellen, die eine hinlaufen und die rückwellende gerade an der Stelle destruktiv auseinander, also kaputt machen. So, weil der Zusammenhang zum Strom aber der ist, dass der eine Strom da ist und der andere in der Phase gekippt wird, ne, müssen sich die Strome addieren und wir haben plötzlich an der Stelle den doppelten Strom. Das ist das, was Sie da eben in Rot eigentlich gesehen haben. So, Spannung und Stromwelle, Sie sehen nur das Rote, weil das Blaue dahinter liegt, zack, und jetzt wurde der Strom kurzzeitig doppelt so groß. Die Spannung brach zusammen, die Spannungswelle läuft negativ, der Spannungspuls läuft negativ zurück, der Strom läuft positiv zurück. So. Kommt die Phasenverschiebung her zwischen Strom und Spannung jetzt? Aus der Ausbrennungsbedingung. So, wir können das Ganze auch jetzt in einen Leerlauf schicken. Durch einen Leerlauf kriegen Sie keinen Strom gepresst. Also passiert fast dasselbe, nur eben mit Spannung und Strom vertauscht. Synonym, ne? So. Ja, da war jetzt mehr Erkenntnisse da nicht rauszuziehen. Außer an dem Leerlauf bricht der Strom eben zusammen. Da muss der Strom 0 werden, weil das hier ja unendlich ist. Und dementsprechend ist die Spannung einfach doppelt so hoch erhöht. So, jetzt haben wir es in der HF-Technik wenig mit diesen Pulsen zu tun, sondern mehr mit sinusförmigen Wellen. Dann machen wir doch dasselbe mal mit Sinus. So, das ist jetzt eine Sinuswelle, die in einen Abschluss läuft. Also es ist eine 50-Ohm-Leitung und da hinten ist 50-Ohm-Widerstand. Und dann sehen Sie ganz klar so eine wandernde Welle, ne? Einfach zack, weg, nichts kommt zurück. Das, was hier gezeigt ist, sind jeweils immer die Minima und Maxima. Sie sehen, das ist alles immer das Gleiche, ne? Gut, auch das sollte jetzt nicht sonderlich verwundern. Schicken wir es mal in den Kurzschluss. Selbe Randbedingungen gelten. Jetzt wird es lustiger, ne? So, ich sage jetzt ein bisschen was dazu und dann gucken wir uns das gleich nochmal an. Hier sind wieder die Maxima gezeigt, oder die maximalen Amplituden gezeigt, und zwar der Spannung. So, Kurzschluss, über den Kurzschluss kriegen wir keine Spannung getrieben, so, ist immer noch so. Das heißt also, die Spannung muss hier 0 sein, dass das nicht ganz ist, liegt einfach an der Diskretisierung. Ne? Also es ist doch tatsächlich eine Simulation hier und nicht nur eine Animation, sondern das ist wirklich Echtzeit gerechnet aus einem eindimensionalen finite Differenz- und Zeitbereichsmodell. Ne? Sogar mit Pausen dazwischen, also der Rechner schafft das schon so schnell. So, die Spannung muss hier 0 sein. An der Stelle, die könnten wir also da festhalten. So, und dann sieht das ja so aus, als wenn Sie eine stehende Welle hatten hier. Stehende Welle kriegen Sie dann, wenn die hinlaufende und die rücklaufende Welle beide gleich groß sind. In der Phase vielleicht ein bisschen verschoben zueinander, aber im Prinzip gleich groß. Das hatten wir hier auch. Wenn Sie jetzt hier mal weitergehen, dann finden Sie nach der halben Wellenlänge hier aus wieder so einen Nulldurchgang der Spannung. Ne? Also an dieser Stelle hier, lambda halbe Entfernung von dem Ding da, sieht das ganze Teil so aus wie da auch. Also hier hatten wir Spannung 0 und da haben wir auch Spannung 0. Und dann achten wir gleich nochmal auf den Strom, der war dann genau andersrum. Ne? Wenn wir aber nicht nur halb so weit laufen, also nicht bis hierhin laufen, lambda halbe, sondern nur lambda viertel weit laufen, bis dahin,
dann sieht das plötzlich ganz anders aus. Dann haben wir nämlich plötzlich hier einen Spannungsbauch. Ja, und der Stromrest sieht man hier noch, der Strom verschwindet da an der Stelle. Gucken wir uns das Bild nochmal an. Und dann müssen wir eigentlich auch Schluss machen.